Meine Eltern waren nie weit verreist. Und so war ich auch einigermaßen erstaunt, als ich zufällig hörte, wie meine Mutter von unserer damals noch kleinen Tochter erzählte, wir waren auch schon in Asien. Naja, zumindest für eine Stunde. Und dann erinnerte ich mich, sie hatten tatsächlich einmal eine Mittelmeerkreuzfahrt gebucht. Dabei hatten sie wohl in Istanbul angelegt und waren über die große Bosporusbrücke gegangen, die Asien mit Europa verbindet. Und heute, fast 40 Jahre später, sind wir nun auch in Istanbul, auf dem Weg genau zu dieser Bosporusfahrt. Als wir die erste Bosporusbrücke durchfahren, ziehen am Himmel immer mehr dunkle Regenwolken auf. Wie schön mag es hier sein, wenn die exklusiven Sommervillen der reichen Istanbuler Geschäftsleute von der Sonne beschienen werden. Aber heute erreicht uns sicher kein Sonnenstrahl mehr. Den Bootsanleger noch vor der nächsten Brücke werden wir nutzen, um wieder an Land zu gehen und zurück in die Stadt. Unser Hotel liegt am Ende der İstiklal Caddesi, der Hauptgeschäftsstraße des europäisch geprägten Stadtteils Beyoğlu, in der Nähe des belebten Taksimplatzes. Von hier aus führt eine besondere Straßenbahnlinie bis zur unterirdischen Seilbahnstation. Bis 10 Uhr quält sich hier die alte historische Straßenbahn zwischen den Lieferfahrzeugen hindurch. Genügend Zeit zum Betrachten der imposanten Gebäude unterschiedlichster Bauart und Epoche. Ab 10 Uhr gehört die quirlige Einkaufsmeile nur noch den Fußgängern und natürlich der alten Roten Bahn. Endstation. Hier beginnt die unterirdische Seilbahn. Zwei Waggons ziehen sich mit einfacher Technik über Zahnräder gegenläufig bergan bzw. bergab. Wir haben für heute eine kleine Stadtführung gebucht. Beginn bei der Blauen Moschee. Europäische Einreisende in dem 17. Jahrhundert haben diese Moschee wegen ihren schönen, im Grundton blauen Fliesen im Inneren als blaue Moschee benannt. Man hat die Moscheen in erster Linie für das Namazgebet gebaut und gebraucht, aber ansonsten wurden die Moscheen als Koranschulen, als Schulen. Man hat dort also zu den Kindern Lesen und Schreiben beigebracht. Es ist üblich, vor Betreten einer Moschee die Schuhe auszuziehen. Hier sehen wir die Gebetsnische. Die Gebetsnische zeigt die Richtung nach Mekka. Von der Halbkuppel über der Gebetsnische anfangend grüne Medaillons. Nachdem lange Zeit ausführliche und ausschweifende Erklärungen auf uns einprasseln, entfernen wir uns von der Gruppe und lassen unseren Blick in Ruhe durch das imposante Gebäude schweifen, das von über 250 Fenstern beleuchtet wird. Und wo ist nun unser Stadtführer? Ach egal, so erkunden wir eben die Stadt auf eigene Faust. Germany.
Hier können wir nicht widerstehen und legen eine Pause ein. Die Istanbuler sind da abgehärteter. Sie sitzen in den engen kleinen Seidenstraßen bereits unter freiem Himmel, spielen Backgammon und wärmen sich an süßem schwarzen Tee. So, nun genügend geschaut und gedrödelt. Weiter geht's zu Hagia Sophia. Romantiker oder ganz Faule können sich auch kutschieren lassen. Die Hagia Sophia war ursprünglich eine christliche Kirche. In osmanischer Zeit wurde sie zur Moschee umfunktioniert und entsprechend mit 4 markanten Minaretten versehen. Seit 1935 ist sie ein Museum. Ein recht gutes Bild von der wechselvollen Geschichte des Gebäudes können sich alle Besucher machen, die aufmerksam die Tafeln im unteren Eingangsbereich studieren. An Wand- und Deckengemälden hat der Zahn der Zeit genagt. Die Restaurierungsarbeiten am gut 1400 Jahre alten Gebäude sind in vollem Gange. Die Mittelsäule ist noch eingerüstet. Der überwiegende Teil der Hagia Sophia ist bereits vorbildlich restauriert. Die Rundkuppel des Westflügels wunderbar mit Madonna und Kind ausgemalt. Darunter befinden sich noch farbenprächtige, gut erhaltene Kirchenfenster. Am Boden schließlich wieder ein Element aus osmanischer Zeit, in der das Gebäude als Moschee genutzt wurde. Noch ein Blick nach oben. Auch die prächtig ornamentierten Bögen sollen hier nach und nach restauriert werden. Für heute reicht's uns. Wir bekommen gerade noch die letzte Straßenbahn zum Taxiplatz. Heute wollen wir uns nur zu Fuß bewegen. Über die Isigyal Kadesi gelangen wir zur Galata-Brücke. Die vielbefahrene und beliebte Brücke wurde 1992 von dem deutschen Ingenieur Leonhard und der Firma Thyssen wiedererrichtet. Zahlreiche Angler versuchen hier jeden Tag ihr Glück. Schlendert man entlang des Unterbaus der Brücke, bietet sich ein besonders reizvolles Bild. Durch das ständige Auf und Ab der Angelschnüre glaubt man fliegende Fische zu sehen. İstavrit. Ja. İstavrit fish. Es sind aber überwiegend kleine Fische, die auf diesem Weg in den zahlreichen Eimern landen. Ob nun ein guter oder eher magerer Fang, Anglerstolz blitzt aus jedem Auge. Im Stadtteil Balat gehören die steilen Straßen noch den Menschen. Kleinhändler und spielende Kinder haben hier freie Bahn. Die kleinen Manufakturen und Handwerksbetriebe öffnen einladend ihre Türen.
In Windeseile entstehen im kleinen Zweimannbetrieb mit einfachster Technik hauchdünne Krebs. Und als der Griff des Handstativs abbricht, erfolgt an Ort und Stelle auch ohne Originalteile in kürzester Zeit eine fachgerechte und preiswerte Reparatur. Wir nähern uns wieder dem Stadtteil Bishoklu. Im Hintergrund die Galata-Brücke und ungefähr in der Bildmitte der Galata-Turm. Die Fischer bereiten sich schon an Bord ihr Abendessen vor. Davon animiert stärken wir uns auch, kurz bevor wir wieder in die Istiklal-Kardesi einbiegen. Obwohl wir schon Ende März haben, ist noch die Weihnachtsbeleuchtung montiert. Aber vielleicht brennen die Lichterketten ja das ganze Jahr. Auch spätabends sind die Geschäfte und Restaurants in den kleinen Seitenstraßen noch gut besucht. Es wird gebrutzelt und gebacken und man lässt sich bereitwillig auf die Finger schauen. Am Taxiplatz sind die Polizeiwagen wieder gut sichtbar postiert. So können wir beruhigt und todmüde einschlafen. Die kleine rote Straßenbahn wartet schon. Mit ihr lassen wir uns ein Stück näher zu unserem heutigen Hauptziel bringen. Es ist der berühmte Topkapi-Palast, bekannt aus dem gleichnamigen Film mit dem unvergessenen Peter Ustinov. Der Topkapi-Palast besticht durch seine markanten silberfarbenen Kuppeln und Laubengänge. Den Harem können Männer heute ungestraft betreten. Nur die Eunuchen wurden durch Wachmänner ersetzt. Die Wände waren aber schon damals mit wunderbaren Mosaiken geschmückt. Hier handelt es sich allerdings um kein Mosaik, sondern um eine kostbare Einlegearbeit aus Perlmutt und das ausgerechnet auf einem kriegerischen Schild. Wir befinden uns in der Waffenkammer des Sultans. Der Platz unter dem Messingbaldachin des Bagdad-Pavillons war einst dem Sultan vorbehalten. Heute haben auch die Besucher von hier aus eine schöne Sicht über das Goldene Horn. Dort drüben befindet sich auch unser nächstes Ziel, die Suleiman-Moschee. Angenehm ruhig ist es hier. Die Moschee ist nicht so stark von Touristen besucht. Ein kurzer Gang durch den kleinen Park und es reicht uns für heute. Jeder Istanbul-Tourist muss den großen Basar gesehen haben. Er hat 17 Tore. Und dann gibt es noch den berühmten Gewürzmarkt, auch ägyptischer Basar genannt. Schade, dass die Kamera nicht all die exotischen Düfte aufnehmen kann.
Die permanente Nachfrage für den frisch gerösteten, wunderbar duftenden Kaffee kann nur durch flinke Verpackungstechnik befriedigt werden. Ein besonderer Renner auf dem Bazar ist der schwarze Tee. Eine ganze Armada von Teeboys versorgt ständig die kleinen Geschäfte. Und auch sonst werden alle Register der Verkaufskunst gezogen. Ich alte Geschäftsmann, meine ich. Kusch! 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 Bitte! Und es gibt wirklich viel zu schauen und zu begutachten. Besonders reich bestückt ist der Bazar mit traditionell türkischen Waren. Auch ausgefallene, sehr mutige Kleidung findet hier ihre Kunden. Wir werden nichts mehr kaufen. Die Koffer sind bereits gepackt. Noch eine kurze Kaffeepause sei uns gegönnt, bevor wir uns wieder auf die Socken machen. Zum Abschluss unserer Reise steht noch Derwischtanz auf dem Programm. Also finden wir uns am späten Nachmittag in der ehrwürdigen Wartehalle der ehemaligen Bagdadbahn ein. Die Vorführung soll zwar zu einem touristischen Spektakel verkommen sein, es interessiert uns aber trotzdem. Derwische sind Angehörige des Melevi-Ordens, einer muslimisch-asketischen Religionsgemeinschaft. Fast eine halbe Stunde drehen sich die Derwische ununterbrochen zur live gespielten Sufi-Musik. Während kurzer, weniger Sekunden dauernder Stopps stehen sie wie eine Eins.